Die TH Lübeck hat einen Prototypen für KI-basierte Anrechnung Anerkennungsprozesse entwickelt und dies soll eine kleine Vorführung sein. Dies ist die Webseite des Prototypen. Wenn wir jetzt irgendwo ein externes Modulhandbuch uns suchen, zum Beispiel hier von der TH Köln, können wir das Modulhandbuch kopieren. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich kopiere aus dem PDF-File in die Zwischenablage und übertrage das in unser System. Jetzt wird ChatGPT übers Internet gefragt und hat die Aufgabe, dieses unstrukturierte Format in eine strukturierte Metadatenformat zu übertragen, was er hier gemacht hat. Das sind die wesentlichen Angaben von dem Modul, sehr runtergebrochen. Nun fragt das System als nächstes oder hat schon gefragt, eine lokale vektorbasierte Datenbank, eine Chroma-Datenbank, die kann man hier sehen, die ist Open Source, welche Module am wahrscheinlichsten sind für die Anerkennung. Als Ergebnis kommt hier zum Beispiel Programmieren 1 raus. Wir wählen dieses Modul mal aus. Jetzt wird ganz exakt nochmal nachgeguckt, ob dieses Modul anrechenbar ist. Jetzt werden die Module 1:1 verglichen, und zwar über die ChatGPT-Plus-Schnittstelle. Wir haben hier dafür einen extra API-Key generiert und fragen das hier auf dem System ganz genau nach. Hier sieht man jetzt die Auflösung. Hier das externe Modul mit seinen Daten und unser internes Modul. Diese Aufführung hilft auch dem Prüfungsamt zum Beispiel für eine bessere Vergleichbarkeit, wenn man nochmal manuell rüber gucken will. Das Prüfungsergebnis wird hier aufgeführt. Die Prüfung der Anrechenbarkeit, es gibt einige Überschneidungen, es werden die Credit Points aufgezählt und es wird die Prüfungsform verglichen. Und hier sieht man ganz am Ende, dieses Modul ist vollständig anrechenbar.